Jetzt habe ich den Abstecher und den Bananendude gleichzeitig gepult. Holly! Ich habe sie tot gekitet. Ja, meinen herzlichen Glückwunsch zu, keine Ahnung, was du damit jetzt erreicht hast. Ich habe jetzt eine Banane. Das habe ich damit erreicht. Du könntest jetzt Leute abstechen. Gut gemacht. Genau, du könntest probieren, den Dulli-Jungen abzustechen für den Anfang, weil der scheint ja kein schwerer Gegner zu sein. Ich hol Eisen. Er chillt halt einfach nur rum. Wahaha. Bin gerade fast in Lava gelaufen, Leute. Oh, Eisen. So, gut. Das passt. Ich werde mich so fix in dieser Höhle verlaufen. Wow! Warte, was? Als nächstes soll ich einfach keine Frucht holen, sondern einfach ein Schwein. Okay. Was soll ich denn damit? Jetzt soll ich damit jetzt Leute abstechen? Holly, willst du mir sagen, du weißt das nicht? Das sind doch Basic-Insel-Dinge. Das geht genau. Eisen! Schwein, das ist einfach richtig happy. Denkt sich, ja, ja, ich werde entführt. Nice! Yay! Ich warte bin dafür, mal, dass du es vertonst. Ach, warte mal. Ich weiß genau, wie ich wieder heimkomme. Ich baue mir einfach einen Kompass. Haha! Fuck the system! Nee, Moment. Nee, das würde irgendwie sehr viel vereinfachen. Wait, wo bin ich denn jetzt gelandet? Soll ich hier ein Schwein hinbringen? Ich glaube schon, ja. Und so. 1, 2, 3, 4. So. Oh shit, jetzt. Wo kommt denn jetzt ein Wildschwein her? Von draußen. Oh shit, es gibt oder? Zwei verschiedene Typen von Schweinen in dem Spiel. Guck mal, wie advanced das ist. By the way, ich habe Angst vor Wildschweinen. Ja. Ich denke mal, so unberecht ist das gar nicht. Ja, ich war im Wald und dann war da eins, das hinter dem Busch hervorgekommen ist und mich angegrunzt hat. Und dann bin ich weggerannt, weil ich Angst hatte. Ja, wie gesagt, also Wildschweine sind sehr gefährliche Tiere tatsächlich. Hätte ich ein Messer dann nicht. Ach, Holly. Was willst du gegen einen, keine Ahnung, 500 Kilogramm, okay, 500 Kilogramm ist übertrieben, 200 Kilogramm Eber tun, wenn er auf dich zurennt und... Wenn ich ein Messer habe, ist easy. Yeah. Ja, das wollen wir mal sehen. Gib mir ein Messer und ein Wildschwein, kein Problem. Ich weiß nicht, wen ich mehr mitleiden soll. Dich oder das Wildschwein, das dann ein paar Piekserchen in seinem Bein hat. Ich glaube, Lemon will nicht ins Bein stechen. Ja, aber er wird wahrscheinlich nichts anderes treffen, wenn Wildschwein mit vollem Karacho auf ihn zurennt. Das ist und das andere Problem. Gut. Ja, aber ich meine, wenn du schaffen würdest, die Sehnen von dem Viech zu zertrennen, dann hättest du... wieso weiß ich sowas? Okay, ich hab's vergessen. Also ich hatte würde das ganz ehrlich eher die Hauptschlagader aufschneiden. Das wäre, glaube ich, zielführender. Ja, aber wenn du die nicht triffst, weil der Kopf genau davor ist und riesig und es gibt nicht nur eine Hauptschlagader. Ja gut, aber von den anderen weiß ich nicht, wo die liegen. Wenn sie mal ihren Arm nehmen, den auf die Unterseite drehen, dann sehen sie da schon was. Okay, aber wo liegt das bei einem Wildschwein? Ja, aber wo liegt das bei einem Wildschwein? Die Schulter ist, das wurde mir mal gesagt, die Schulter ist so, wo das Wichtigste von dem ganzen Zeug drin ist. Das ganze Zeug, okay, gut. Alles klar. Okay, in der Schulter liegen alle Eingeweide, gut, dafür bin ich, ja, ja. Ja, Holger dafür bin ich in die Schule gegangen. Wie soll ich denn den Typ besiegen, Alter? Ich bin Sonic, ein Ding mache ich. Wichtigeres zu tun. Zum Beispiel Leute mit Bananen erstechen. Ja. In der Tat. Ja. Was ist eigentlich noch alles in dieser Kiste? Holz. Hey, mit viel Glück schaffe ich es sogar, alles Zeug aus dieser Höhle noch mit wieder rauszunehmen. Das wäre natürlich Weltklasse. Wäre ein Erfolg. Indeed, indeed. Ja, gut.
Also wie gesagt, Plan ist jetzt aus dieser Höhle wieder rauszukommen und einen Diamanten irgendwie. Als ob du nur einen Diamant bekommen hast. Ja, wirklich. Never enough. Oh, voll so gefreut. Ja, Diamanten. Hey, wie cool ist das denn? Einer. Wow. Wow. Holly. Ja. Du hast mich echt auf eine gute Seite gebracht. Ich guck gerade schon wieder einen Zeichenstream. Die zeichnet voll niedliches Zeug. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Aber es ist niedlich. Ja, es ist, ich finde das allgemein so super sympathisch, so die Seite und alles. Ich glaube, sie zeichnet irgendein Chibi von so einem Spinnenwesen, aber der ist voll süß. Ach, sicherlich, Muffet sicherlich. Hat die so Gepäck bei sich? Nein. Sie heißt Puniu. Kommt das hin? Ah, ich hab meine Spitze verliert. Ah. Soll ich dich jetzt einfach aus dieser Höhle rausbauen? Kannst du machen? Weil mir stellt gerade fest, dass mein Kompass genau in die entgegengesetzte Richtung, wie der Weg, wie ich hier runtergekommen bin, zeigt. Gut, das ist voll der süße OC. Ich glaube, ich baue mich einfach raus in Richtung des Kompass. Toll, jetzt ist hier Erde. Wo geht's denn hier hin? Gut. Ich wollte ja noch nicht nach Hause. Die Höhle hat sich überraschend als größer herausgestellt. Was schmeiß ich denn jetzt weg? Ich glaube eine Axt. Ich bin wieder in einem Lavasee. Gut gemacht. Ach du Heilige! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der Lavasee ist vielleicht etwas übertrieben. Das ist abnormal groß hier, das Ganze gerade. Dann ist es aber nicht übertrieben, dann ist es untertrieben. Ah, es ist halt einfach unpassend. Ja, das sagen sie dann immer. Ja, was denn? Ich mach jetzt auf den Koordinaten wieder auf. Die interessiert keiner. Ist da oben noch mehr Redstone? Nein. Hey, vielleicht kriege ich doch mehr als einen Diamanten. Das wäre doch schön. Oh Mann. Ich habe echt Glück. Kann mir auch jemand erklären, warum ich nicht einfach die fast kaputte Axt weggeschmissen habe, sondern eine niegelnagelneue? Nein. Ich glaube, das musst du mit dir selbst klären. Eli, warum hast du das getan? Ich weiß es noch nicht. Das würde ich doch nicht sagen. Jetzt hat er auch noch eine gespaltene Persönlichkeit. Ich glaube, es geht los. Gefunden. Das bitte widme ich jetzt Butter. Willst du denn mit einem Butterschrein bauen? Oh, das wäre wirklich eine Idee. Yay, ein Butterschrein. So, erstmal wieder Redstone ab. Alter, das dauert so ewig. Oh. Ich meine, offiziell gibt es ja jetzt auch so was Tolles Blaues, das sich Lapis Lazuli nennt. Habe ich aber noch nicht gefunden bisher. Tatsächlich. Genauso wenig, wie ich mir weitere Diamanten gefunden habe. Ich habe kein Radiergummi hier. Oh nein. Ich werde jetzt sterben. Doch, da ist ein Radierstift. Oh mein Gott. Unter meinem Schreibtisch. Was ist denn ein Radierstift?
Es ist ein Stift, aber der hat als Mine einen Radiergummi, so damit du so kleine Dinge besser ausradieren kannst. Ah. Ich meine, bringt dir auch nicht wieder viel, einen Lavasee gefunden, ja. Also, beziehungsweise so ein Lavaloch. Aber leider wieder ohne Diamanten. Oh, woher kommt das denn jetzt? Lava, das ist uncool. Die Schwester, die ich retten wollte, ist jetzt keine Schwester. Sie sagt, sie geht nicht mit, weil sie ist jetzt nicht mehr meine Schwester. Sie ist jetzt eine Blume. Was? Das klingt nach sehr großer Logik. Ja, ich verstehe das Spiel. Olli, ich verstehe das Spiel nicht. Kannst du mir das mit deiner Insellogik erklären? Nein. Das Spiel ist so gestört, da gibt's nichts zu erklären. Ich hab's durchgespielt. Wirklich? Hä? Das war jetzt einfach der Plot. Okay, du hast jetzt ein paar sinnlose Quests gemacht und dann irgendwas mit deiner Schwester und jetzt will sie nicht mehr mitkommen, weil sie da drauf gekommen ist, dass sie sich als Blume identifiziert und deshalb nicht mehr in dieser heterosexuellen weißen Männern dominierten Patriarchie identifizieren. Genau. Die möchte nicht mehr leben, die nimmt sich jetzt das Leben und lebt dann weiter als Blume. Okay, gut. Haben wir das aufgeklärt? Okay, gut. Von wo komme ich jetzt eigentlich? Also, nö, ich komme mal nicht mit. Ich bin jetzt eine Blume. Okay, ich bin dann mal froh, dass ich das Spiel doch nicht gespielt habe, weil ich dachte mir, es sieht so niedlich aus und ich mag solche. Ich mag Niedlichkeit. Ich mag niedliche Dinge und ich mag Dinge, die so um Palmen und Strände, weil die sind auch niedlich und es hat ein bisschen ausgesehen wie Animal Crossing, aber. Ich glaube, das ist hauptsächlich spielen, weil das ein bisschen ausgesehen hat wie Animal Crossing. Es ging halt irgendwie nur darum, Hooligans zu verprügeln. Ja, genauso wie in Animal Crossing. Ja, genau. Genauso wie in Animal Crossing, genau. Das habe ich auch immer getan, ja. So spielt man Animal Crossing. Habt ihr was gelernt? Wieder was gelernt. Wo geht's hier hin? Abonnieren für mehr Wissen von Richard von Geli. Ja. Wenn ich wissen würde, dann würde ich nicht nur mit einem Diamanten hier rausgehen. Oh Gott, wo geht's denn hier hin? Licht! Oh, noch eine Höhle. Oh. Hilfe! Das ist zu groß! Eisen! Ende! Cool! Oh, da unten geht's weiter in eine Höhle, aber da war ich schon, da ist Licht. Oh, viel Eisen! Oh, ganz viel Eisen! Oh, das ist ja geil! Hui! Arkeisen. Tic-Tac-Toe. Soll ich mir Tic-Tac-Toe runterladen? Natürlich. Das muss man nicht runterladen. Sorry, aber. Also eigentlich wollte ich aus dieser Höhle hier raus. Hilfe, das ist so riesig. Ich habe ein Problem. Oh, cool, Gold. Oh, lol, es streamt gerade so ein Typ, von dem ich weiß, dass mal einen Skandal gegeben hat, dass der Zeichnungen einfach aus My Little Pony, der Show, rauskopiert hat und nachgezogen hat. Und hat er das? Ja, hat er. Oh. Hat er sogar zugegeben. Lol. So, dann baue ich mich mal weiter noch. Chimera, klingt ganz gut. Und dann Destroy All Monster Girls. Oh, du könntest dir, wie heißt, ich glaube, es heißt Panzermadels runterladen. Es ist so ein Anime-Dating-Spiel und in der Beschreibung steht einfach wirklich so genau, du kannst dir jetzt deinen Traum erfüllen und deine Lieblingspanzer daten.
im Anime-Stil. Ach, willst du deinen Lieblingspanzer daten? Yay. Oh, bitte nicht. Wer wollte das denn noch nicht machen? Jeder. Was, ihr habt keine Fantasien von Panzern? Bin ich da die Einzige? Spoiler, ich habe keine Fantasien von Panzern. Ich hätte mich jetzt ehrlich gesagt auch fast gewundert.